Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Overwatch auf das zweimal wieder. Okay, gut, warum nicht? Oh, er hat eine Golden Coil am Start. Dann hoffen wir mal für ihn, dass er nicht cheatet, nicht wahr? Er spielt ja auf Gehör. Ich habe voll auf dem Bildschirm gespuckt, habt ihr nicht gesehen. Den hat man gehört und er aimt auch echt wie ein Juckel. Wer aimt denn auf den Boden? Hat er gerade eben einfach... Der hat doch knallhart auf den Boden geaimt. Er spielt irgendwie voll merkwürdig. Also nicht cheaty, fishy merkwürdig, sondern einfach nur... Bescheuert. Das waren die drei Headshots jetzt schon die Runde. Es wirkt so ein bisschen, was eben sogar ganz kurz durch die Wand gelockt. Ultra merkwürdig, wie der aimt. Wenn der Gegner hier steht, dann schießt er so und dann geht er so hoch auf den Kopf. Merkwürdig, meine Damen und Herren. Wir schauen mal weiter. Es geht ja immerhin um Skins, ja, da muss man schon genau hingucken, ne Quatsch. Ein paar Mal habe ich schon aus Spaß gesagt, so von wegen, ja, wenn jemand keine Skins hat, wird er wahrscheinlich cheaten. Ist natürlich nicht so gemeint. Beziehungsweise von der Statistik her ist es schon wahrscheinlicher, dass jemand ohne Skins cheatet, wie halt mit einem 8000 Euro Inventar. Ich denke, es ist verständlich, warum. Ja. Also er aimt da, er weiß doch ziemlich genau, wo die Leute jetzt gerade kommen. Es hätte bei der Door genauso jemand durch die Smoke gehen können. Also ich würde jetzt echt schon fast auf einen Waller wetten. Und ihn hier versucht er auch ganz dreckig. Er hat Wallhack. Also er hat ziemlich sicher, hat er einen Gewürzhack am Start. Das enttäuscht mich so ein bisschen. Und das ist schade um seine Golden. Er weiß doch wirklich ziemlich genau, wo die Leute sind. Das hätte auch jemand auf der Bombe hocken können oder sonst wo. Er aimt auch so niedrig wie ein Hans Wurst. Was hat er jetzt? Eine AWP? Hab ich's richtig gesehen? Der Scout? Wo ist er denn? Der Suspect hat eine Autosnipe, okay. Wir schauen mal ganz kurz noch nach seinen Stats. Wartet mal. Oh, wir gucken mal. 32-10. Es sieht nicht gut für ihn aus. Ich mache mich nie an den Stats fest, aber sie spielen halt auch mit hinein und das sieht doch... Es sieht doch schon stark danach aus irgendwie, also, wir gucken mal. Jetzt ist hier eine Smoke, das heißt... Aha. Ist halt sehr auffällig, wenn er durch eine Smoke ballert, das ist uns ja allen klar. Er ist so merkwürdig, wie er aimt. So ultra komisch. Ich weiß, das ist auch jetzt nicht wirklich repräsentativ, wenn man das auch so langsam stellt. Ich will einfach mal gucken, wie er da jetzt rumhanswurstet. Ich habe jetzt auf... Okay, gut. Da war er doch aber ziemlich... Da wusste er doch, wann er ungefähr... Passt mal auf den nächsten auf. Achtung. Nee. Ja, guck mal, wie es rüberzieht. Okay, wobei... Dieses Rüberziehen auch so... Also, ich hab's... Wenn man... Ihr wisst ja, ich mache sehr viele Videos und in den Videos sehe ich auch oftmals, dass ich so ganz merkwürdige Sachen mache, wo man sich fragt, warum habe ich das jetzt gemacht? Das kann da eigentlich nur ein Warlike sein, dass ich auf einmal rüberziehe, weil ich jemanden da vermute. Aber ich denke, bei ihm ist es auf jeden Fall ein Aim Assist, ein Vision Assist. Und ich denke, der Aim Assist springt auch manchmal an. Den hat man springen... Habt ihr das gesehen, wie er schon wieder rüber... Es ist so, als wenn er seinen Aimlock an hätte, auf den einen da oben, einen Aim Assist meine ich, und der ist down und dann wird der nächste anvisiert automatisch, der in der Nähe ist. So funktionieren die meisten, ich glaube immer, dass immer der automatisch gelockt wird, der am nächsten an dir dran ist. Und dann kommen manchmal so ganz komische Schwünge, Ziehungen zustande. Also da gibt es diverse Beispiele im Internet, wo jemand halt einen killt und dann scheinbar weiter auf seinen Bot drückt und einfach sich um 180 Grad dreht. Und dem nächsten einen Headshot gibt, wo man halt dann genau weiß, okay, gut, da stimmt was nicht. Hoppala. Und es wirkt hier ähnlich bei dem Vogel. Und eben noch mit seinem mit seinem Wallhack-Geschichte. Also er weiß zu genau, wo die Leute stehen. Schade um seine Golden Coil. Er spielt das so dumm. Also er wirkt so total bescheuert, so komisch. Er aimt ganz merkwürdig rum, läuft, sein Movement ist irgendwie gleich null. Er guckt manchmal richtig auf den Boden, also ist nicht so ein bisschen so wie jetzt, sondern gerade eben, bevor er auf B gegangen ist, schmeißt er irgendwie einen Molly rein, schaut auf den Boden und geht dann rein. Wer macht denn sowas? Guck mal, er ist doch nicht mal auf dem Kopf, er ist doch nicht mal auf Kopfhöhe. Und er guckt hier an die Wand, um den zu sehen, diesen Bulldog. Also das ist zu 100% ein Vision Assist. Das ist echt ein Kackvogel, der Kerl.
Also er hat es verdient, die Golden Coin dann nicht mehr zu haben. Was ist die wert? Ich weiß es nicht genau. 30 Euro, 20 Euro? Kommt natürlich auf die Condition an, klar. Kondition. Was für ein Dummbatz, wer macht sowas? Wer... Also... Ja, keine Ahnung. Das ist einfach bescheuert. Wie sehen denn das Stats jetzt so aus? 38, 12, 11, also er hat dann, wenn er angemacht hat, sehr spät angemacht, wenn es nicht schon von Anfang an lief. Beziehungsweise, was wir jetzt ja schon oft hatten in den Overwatches, was das Trust-Faktor-Gameplay auch so ein bisschen, ach du Scheiße, auch so ein bisschen boostet, ist, dass wir schon jetzt sehr, sehr oft in den letzten paar Wochen Overwatches haben, wo Cheater gegen Cheater spielen. Und nicht so knapp, da sind es manchmal 2 gegen 2 Cheater, weil die Leute eben wegen dem Trust zusammengelegt werden. Hier will ich jetzt nicht zwingend sagen, dass hier auch andere Cheater dabei sind. Die, zumindest von der Stats sieht das völlig normal aus, was die hier treiben. Hier eigentlich auch. Also, außer halt bei ihm, er springt wirklich stark raus. Und sie wissen ja auch, wir sehen es ja auch, was er macht. Also, da ist auch ein Aim Assist mit am Start. Gerade eben diese Headshots da auf die Entfernung. Die waren einfach zu fishy. Bei ihm sammelt sich das Konto der Cheathaftigkeit einfach zu sehr an. Also, da ist auf jeden Fall was im Busch bei ihm. Und da drücke ich auch beides rein. Und es kommt auch kein Moment, wo ich sage, ah, da vielleicht doch nicht. Nee. Vor allem gerade eben diese dreiste Guckerei bei Mitte. Dass er so dreist durch die Wand guckt und eben nicht auf Kopfhöhe auf den zielt, die er hört. So würde jeder normale Spieler reagieren. Man guckt dann auf die Doors, also richtig auf den Spalt, weil da kommt der Gegner, der kommt nicht durch die Wand geflogen. Naja. Ich schalte einen Vogel, der Kerl, ich schalte einen Vogel. Guck mal, er weiß halt auch, dass Violet da steht, weil er ein knuspriger Boy ist. Kann ich eigentlich durchschalten zu seinen Mates? Ne, ich kann nur ihm zugucken. Okay, schade. So was frage ich bei dem, keine Ahnung, 200. Overwatch oder so, frage ich, ob man durchschalten kann. Ich bin echt bescheuert. Okay, ich denke, es ist jetzt gleich fertig. Er bekommt dann auf jeden Fall den Vision und den Aim Assist reingedrückt und wird auch zu 100% weggebannt. Ist dann halt sein Skin los oder seine Skins, die er vielleicht noch hat, aber die er uns nicht zeigt. Es hat mich sehr gefreut, eure Anteilnahme, das klingt falsch, als wenn jemand gestorben wäre. Ihr habt so schön mitgemacht jetzt bei dem Giveaway, sowie auch bei meinem Video, wo ich euch gefragt habe, wen ihr noch so schaut. Krass, wie sein Trigger dann rumwurstet. Hat mich sehr gefreut, ultra viele Kommentare, ich habe wieder richtig viel zu tun gehabt am Tag, also jetzt gestern waren es, glaube ich, 300 Kommentare, die ich beantwortet habe, nur über 2 Videos hinweg. Das war echt geiler Tobak, ihr wisst ja, ich mache das sehr gern, die Kommentare beantworten. Ein paar, beim Giveaway ist es Standard, ich weiß, damit rechne ich zu 100%, dass ich da diverse, ihr habt da was, dass ich da natürlich Vögel dabei habe, die Skins geiern wollen, ne, die sich das Video nicht ganz anschauen und so weiter und so fort, klar. Am 30. sind dann die schreiben, hey ja, ich guck dich schon lange, ich bin auch mit dabei und ich habe das Video bis zum Ende geschaut. Und dann eben nicht das Codewort schreiben, das ich gegen Ende des Videos nenne. Ne? Die erste Aktivitätsprüfung, das ist halt dann volle Pulle ins Gesicht gelogen, wenn dann jemand sagt, ich hab's bis zum Ende geguckt, war nice, ich mach mit, gib mir Skins, hier ist mein Trade-Link. Hoppala, ja doch, stimmt. So, jemand kann natürlich nichts gewinnen, logisch, also weil das einfach schon direkt die Schelle ist, die sie da verpasst bekommen, die sie mir verpassen wollen. Aim Assist, Vision Assist ist alles angegeben, läuft, bevor ich jetzt noch einen Fehler mache vor lauter Laberei. Und der ist zu 100% dann die Tage weg. Ja. Aber nichtsdestotrotz hat es mich sehr gefreut, wie viele da wieder mit am Start sind, wie viele still praktisch zuschauen und so weiter. Das freut mich immer ultramäßig. Und ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall verliert der Pisser seine unverdienten Skins. Ja, wer hat bitte schön Skins und cheatet dann wie so ein Hurenbock rein? Ich meine natürlich wie so ein Dödel rein. Ja, sowas geht natürlich nicht. Bye, bye.